Servusle, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Wir haben hier Nacht, gleich nicht mehr, weil ich jetzt kurz penne. Der Vorteil, wenn man 1000 Millionen Projekte hat in einem Spiel, ist, dass beim Einloggen, dass man sich nie überlegen muss, was man heute macht. Heute möchte ich was probieren in der U-Bahn unten. Und zwar beim Zugangsschacht vom Lagerweg aus, beziehungsweise vom Loftweg aus. Apropos Loftweg, den könnte man gleich mal laufen. Ich muss aber unten noch was besorgen schnell. Futter haben wir dabei. Die meisten Mats habe ich schon besorgt, die wir unten brauchen für den kleinen Test. Ich will mal im Eingangsbereich was probieren. Das ist mir schon länger eingefallen. Ich kam nur noch nicht dazu. Wir brauchen da noch 4 Glowstone. 4. Dann müssten wir jetzt 8 Stück haben. Da haben wir schon das meiste da. Alles klar, jetzt gehen wir runter. Lasst euch überraschen. Wird nichts Großartiges, aber da muss ich jetzt aufpassen. Ich habe hier übrigens Marmor entdeckt. Und wer mich kennt, weiß, dass ich und Marmor... Ne, ich habe jetzt hier ein Loch reingegraben. Da geht es auch da unten noch weiter. Also hier ist ganz viel Marmor, den muss ich noch rausholen und wieder zuschütten. Den brauchen wir auch gleich. Müssen wir mal anschauen, wie das jetzt gleich aussieht. So, wir kommen jetzt hier in den Eingangsbereich. Rechts von uns befindet sich jetzt gerade der Zugang vom Loft aus. Ne? So, hier habe ich auch schon ein bisschen weiter gemacht, aber noch nicht wirklich viel. Zeitgründe, ne? Das machen wir jetzt halt zusammen. Das heißt, wir buddeln jetzt tatsächlich heute mal zusammen hier ein bisschen frei. Dann erkläre ich euch, was ich machen will. Also hier wird ja der Zugang. Ich möchte hier 6 Säulen hinstellen. Ausgeleuchtete Säulen mit Glas. Und in diese Säulen haue ich Rüstungsständer rein. Ne? Da machen wir dann verschiedene Rüstungen rein. Ich muss mal gucken, wie das jetzt aussieht. Ich habe keine Ahnung, habe sowas noch nie gebaut. Kann auch sein, dass es total bullshittig aussieht. Das werden wir jetzt aber gleich sehen. Deswegen graben wir jetzt hier schon mal auf. Ne? Man kommt hier runter. Dreier Wegbreite, drüben auch eine Dreier Wegbreite. Müssen wir hier noch aufmachen. 4 hoch, habe ich gedacht. Beziehungsweise 5 hoch wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, welche Decke hier reinkommt und so. Oh. Hier ist irgendwo ein Hohlraum hinten dran. So, ich habe extra auch eine Eisenhacke gemacht, wenn ich euch mitnehme auf die Buddelrunde, damit es nicht ganz so lang dauert. Ne? So, also diese Säulen hier werden 4 hoch. Oben und unten Marmor. So, davon gibt es dann insgesamt 6 Stück. Ich würde es jetzt einfach gern kurz frei machen. Dann sieht es nachher auch ein bisschen besser aus, wenn wir es testen. Ne? So, und danach gehen wir aufs Feld hoch. Das wäre also Priorität, die Felder weiterzumachen. Erde habe ich besorgt. Kompost haben wir. Also wir können Gartenerde machen. Dann setzen wir drüben die Felder nachher weiter. Au. Was ist denn das? Ah, da habe ich noch einen Aufgang. Dann ist das wahrscheinlich der Loftaufgang. Oh Gott. Wie viele Aufgänge haben mich gemacht? Sag mal, wo kommt man denn hier raus, wenn ich hier hochgehe? Das muss ich selber mal gucken. Sorry. Ist schon wieder eine Weile her, dass ich mich hier runtergebuddelt habe. Hä? Okay. Ja, stimmt jetzt irgendwas nicht. Es ist ein Aufgang zu viel da. Den mache ich halt wieder zu. Ich weiß nur nicht mehr, wo der herkommt. Ich dachte, das hier wäre der Weg zum Loft. Nee. Ah, das war mein Provisorium. Alles klar. Das hier ist eigentlich der Gang, der wird wieder zugemacht. Das war mein provisorisches nach unten graben. Ja, ich habe 1000 Wege gemacht. Das kann eigentlich wieder zugemacht werden dann. Hier, ne, das, man stoßt ja auch ständig mit dem Kopf ran. Das ist aber blöd. Das ist aber blöd. Dann kommt man ja eigentlich nur hier rein. Dann kommt man ja eigentlich nur hier rein vom Gang oben. Dann muss ich die Säulen umsetzen. Ne? Dann bringt es ja nichts, wenn ich... Da müssten die theoretisch... Dann machen wir es anders. Dann mache ich das hier in die Richtung und wir machen das hier in die Richtung. Dann wäre das hier... Dann ist das eigentlich zu viel. Da habe ich zu viel aufgeklopft. Naja, das ist halt halb so wild. Ich mache jetzt mal hier bis vor. Dann passe ich das halt die Tage mal an. Ist nicht schlimm. Habe ich die Eingänge tatsächlich verwechselt, ne? Der Lofteingang ist der, den ich gerade eben jetzt hier aufkauen habe. So. Hier, ne? Da geht es dann zum Loft hoch. Da muss ich das hier wieder zumachen. Das stört mich nämlich schon direkt. Was haben wir denn? Den Pflasterstein geschwind nehmen. Er ist jetzt nur mal... Ich mache das dann richtig zu, noch ist klar. Ich mache es jetzt nur mal provisorisch. Ne? Also das hier wird alles tatsächlich zugemacht. Bis hier hoch. Dann haben wir im Prinzip die Säule. Hier würde ich auflassen. Dann haben wir hier einen Dreiergang. Und hier drüben das gleiche nochmal gespiegelt mit den Säulen. Dann laufen wir hier vor. Machen wir das noch weg. Dann laufen wir den Dreiergang vor, links und rechts hat es dann diese Rüstungs... na, wie nennt man das? Vitrinen? Sag jetzt mal Vitrinen. Rüstungsvitrinen, genau. So nenne ich das. Ich rutsche schon wieder im Stuhl runter. Bei Minecraft bin ich immer saugemütlich unterwegs. So, dann wird das ganze Ding hier
um die Breite, die wir jetzt schon sieht, nach links ausgebuddelt. Da oben kommt dann nachher die U-Bahn hin. Alles klar, so machen wir das. Ne, ich habe das jetzt hier nur mal grob angerissen. Jetzt machen wir da drüben tatsächlich, da würde ich aber fast sagen, wir machen hier noch eins frei. Da machen wir hier noch freigeschwind. Weil das wird ja sonst ein zu langer Gang. Also ich komme praktisch hier runter. Vielleicht mache ich hier auch Dreierbreite die Treppen. Dass wir hier so runterkommen. Ne, so ein bisschen will ich das schon. Das lassen wir. Also viel mehr mache ich da nicht weg. Ein kleines Stückchen Gang kann sein. Dass man halt so diesen Effekt bekommt, wenn man reinläuft. Dieses, oh. Weißt du, was ich meine? Das seht ihr wahrscheinlich erst, wenn es fertig ist. Ich habe es bis jetzt ja nur in meiner Birne. Und ich hoffe, ich kann das umsetzen, so wie ich es mir vorgestellt habe. So, lass uns das noch wegmachen, dass ich so ein bisschen das Gefühl, halt nicht so weit, ich will ja hier wieder zumachen, ne? Alles klar, jetzt hätte ich es fast komplett aufgeholzt. So, hier kommt dann die erste Vitrine hin, das wird dann die zweite. Hier machen wir noch weg. Dann sieht es einigermaßen nach was aus, wenn wir es gleich testen. Der Dreierweg ist hier, dann muss das hier weg. Dann setzen wir mal hier hin, so lang. Ich weiß auch nicht, wie das mit den Glowstone ist. Man kann ja alles schisseln. Da müssen wir natürlich immer wieder mal ein bisschen probieren. Wollen wir so? Wollen wir eine andere Struktur? Ne? Aber das ergibt sich dann mit der Zeit. Wir probieren das jetzt auch mit Marmor. So, hier kommt dann die zweite Säule. Die hätte ich gerne noch frei gehabt. Dann können wir die vielleicht schon mal leer setzen. Dann sehe ich dann auch, ob mir das gefällt. Mit einer allein werde ich es nicht testen können. So, lass uns hier mal noch ein Fäckelchen hinsetzen. So, jetzt machen wir hier noch weg. Alles klar. Ich werde demnächst auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit haben, um hier unten weiter zu buddeln. Ich habe auch Anleitungen schon für die U-Bahn und alles. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ich werde es wahrscheinlich aufbauen, euch zeigen und erklären und euch entsprechend dann entweder auf meiner Homepage oder halt je nachdem, wo welchen hin. Es gibt verschiedene U-Bahn-Möglichkeiten. Ne? Ich habe da ganz viel gefunden, richtig tolle Sachen. Je nachdem, nach welcher Anleitung ich nachher gehe, verlinke ich es natürlich. So. Dann haben wir hier Säule 1, hier kommen wir rein, Säule 2, das wird Säule 3. Jetzt sind wir so gut drauf, jetzt machen wir das auch noch auf. So, ja komm, ein paar Minuten haben wir. Oh, jetzt habe ich hier ständig mit der Maus meine Dinger verdrückt. Das ist ja blöd. Da muss ich jetzt die andere Uhr nehmen. Ich lege das mal weg. So, ich darf die Zeit nur nicht vergessen. Sonst habe ich nachher viel zu viel Musik zum drunterlegen und zu lange Videos sind ja dann auch blöd. Ne? So Leute, wir haben es gleich, da kommt schon wieder Kohle, sehr schön. Jetzt machen wir es noch auf, ne? Dann haben wir das schon mal erledigt, dann brauche ich das später nicht machen. Muss ja auch mal sein, ne? Außerdem kann ich bei Untergrundarbeiten auch mal ein bisschen anderer Hintergrund muss ich wieder reinhauen. Oh, bin schon viel zu weit vorne, Alter, ne? Tja, wenn er mal anfängt. Hier machen wir noch bis zur dritten Säule machen wir noch. Ich habe ja extra die Spitzhacken gemacht dafür. Ich will allerdings noch auf die Felder rüber, weil die reizen mich tatsächlich noch einen ganzen Zacken mehr gerade. Aber das muss ich ja irgendwann probieren. Hier sind schon die ersten Marmorblöcke. Ne? So, hier ist dann eins. Machen wir das hier noch weg. Drei. Zwei, drei. Und zwei ist der Gang im Höchstfall. So, das kann man auch noch wegmachen. Dann kann man ein bisschen außen rum zirkeln. So, alles klar. Da-da-dam. Das gehört eigentlich alles weg. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Stein machen soll. Aber ich habe ja noch vorne eine riesen Skulptur zu bauen. Zeige ich euch dann. Ich weiß gar nicht, was ich das alles machen soll. Aber ich finde es schön, dass ich was vorhabe. Ne? Übrigens, die Orangenplantage kam ja der Vorschlag. Und der Wasserfall, die Wasserfalltreppe, steht tatsächlich auf dem Ideenpool. Ich habe schon überlegt, ob ich auf der Homepage so die Community-Ideen mal eintrage, dass man sieht. Also die, die wir tatsächlich mit reinnehmen hier. Und ich finde die Orangenplantage eine gute Idee. Und die Wasserfalltreppe auch. Deswegen habe ich das schon mal aufgeschrieben. So, jetzt haben wir 3, 3, 3. Alles klar, jetzt pass auf. Jetzt pass auf, da kommen wir dann rein. Den tragen wir jetzt mal ab. Den tragen wir jetzt mal ab. Dauert natürlich, das da unten ist irgendwie der härteste Stein, den ich jemals geklopft habe. Wahrscheinlich gibt es noch härteren, aber das ist für mich der härteste, den ich bis jetzt kenne. So. Ich habe auch schon einen Marmor mal vorgeschisselt, und zwar einen ganz normalen Marmorblock. Ich habe noch nicht viel probiert. Vielleicht machen wir oben und unten mit Reaper, hätte ich jetzt fast gesagt. Mit Creeper. Ah, blöd, jetzt habe ich das da oben rausgehauen. Egal, das kann man dann nachträglich nochmal setzen. So, passe mal auf. Wir kommen hier rein. Zack. Hier kommt dann... Jetzt setzen wir mal den Marmorblock. Wo habe ich denn den? Wo habe ich den hier? Das ist der Marmorblock. Wir nehmen den jetzt erstmal als Anfang. Wie sieht denn das aus? Nee, so will ich es nicht. So,
Hier kommt dann überall Marmor hin. Ich mache das jetzt schon mal, dann brauche ich es nicht wieder abmessen. So. Wir haben es gleich, ne? Die zweiten, dritten Säulen, die mache ich dann so nach und nach immer. Und ich bin gespannt, ob das überhaupt noch was aussieht. Wie gesagt, rechts von uns, das wird zugemacht. Und links von uns kommt dann praktisch der Spiegel von der rechten Seite nochmal hier rüber, ne? So in etwa. Kann man das ausdrücken. So, pass auf. Jetzt haben wir das hier weg. Dann müssen wir hier mal Marmor setzen. Vielleicht mache ich oben mit Reaper. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Wie war denn das? Lass uns mal... Ne, das müsste ich eigentlich hier schaffen. Gib mir mal mein Close, Tony. Kriege ich es hier hin? Ja. So. Da kann auch sein, dass wir den schisseln müssen. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht, aber der interessiert mich natürlich. Tier... Ja, das sieht ja geil aus, Alter. Das sieht ja richtig geil aus. Das war nix. Erstens mal war es nicht die richtige Höhe. Und zweitens mal... Bin ich jetzt erschrocken. Pass mal auf, wir brauchen dann hier... Was irritiert mich jetzt gerade so? 1, 2... Doch, das passt schon. Der muss hier hin. Der muss hier hin. Und zwar so ziemlich genau... Voucher. Hier will ich ihn hinhaben eigentlich, ne? Ist mir da jetzt einer kaputt gegangen, oder? Durch die Aktion? Scheinbar. Oh, ist das bescheuert. Das habe ich nicht gewusst, dass da ein Glowstone dann beim Abbauen kaputt geht. Müssen wir nochmal hoch. Jetzt will ich es natürlich testen, richtig? Sorry, Leute, müssen wir nochmal hochschwinden. Das wusste ich gar nicht. Wie baue ich denn den dann? Da gibt es bestimmt auch wieder eine Verzauberung, wie ich den ordentlich abbauen kann, oder? Dann sollte ich da nicht so viel versetzen, wenn mir da ständig Material fehlt. Jetzt habe ich nur noch 3 Glowstone-Staub da. Von 4, ne? Oder ich habe ihn liegen lassen. Das sehen wir ja gleich. Wir sind ja gleich wieder unten. So, hier kommen wir ja dann auch schon oben am Hauptlager raus. Das muss ich ja auch noch bauen. So, pass mal auf, wo habe ich denn die hingeschmissen damals? Da vorne. 1. Ich nehme die jetzt alle mit, falls ich nochmal eins verholz. So, wieder hinunter. Wir machen das jetzt mit dem leuchtenden... Pass mal auf, wo ist denn der... Wo, ich zeig's euch. Mit dem leuchtenden Schissel. Da gibt's was, wo leuchtet, mit Reaper-Muster. Und zwar... Wie viel braucht man dann? 1, 2, 3, 8 Stück eigentlich, ne? 8 Stück. Der da. Der hier sind die 8. Wo habe ich den anderen Marmor? Habe ich den schon wieder eingeräumt? Hier ist noch Marmor. So, pass auf. Da Marmor. Da nehme ich den ganz normalen glatten, ne? Welchen habe ich genommen gehabt? Den hier mit großen Dellen? Ne, den habe ich genommen. So. Alles klar. Wieder runter. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Jetzt reizt es mich noch mehr, seit ich weiß, dass ich Glowstone kaputt machen kann. So, wir kommen praktisch dann hier rein in die U-Bahn. Da. Und hier muss dann dieses Wow. Der Effekt, der muss hier sich abspielen. Jetzt pass auf, jetzt mache ich das mal anders, bevor ich es wieder verholze. Erstmal brauche ich hier noch den einen Kollegen. So. So. Alles klar, pass auf. Hier. Der Stein sitzt über dem. Das heißt, hier muss ich es hinmachen. So, ne? Und dann will ich den Rüstungsständer hier unter den Stein. Wo habe ich den? Den habe ich schon hier vorbereitet. Ich habe schon mal einen zweiten Material für einen zweiten dabei, ne? So. Ist das jetzt zu? Scheiße, das leuchtet dann gar nicht. Oder? Täuscht mich das. Jetzt müsste ich das fast wieder weg. So sieht es aber schon mal scheiße aus. Das heißt, ich muss den Dinger tatsächlich wieder wegbauen. Glas. Glowstone. Scheiße. Jetzt habe ich wieder welche verloren, ne? Wir müssen in den Nether. Ich sehe das schon. Leuchtet das jetzt oder nicht? Jetzt sieht es aus. Guck mal. Ist das jetzt sieht es an aus, ne? an aus. Jetzt sieht es aus, als wäre es an. Komische Geschichte, Alter. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich vermute einfach, ich muss es anders machen. Ich baue da einfach in die Decke so ein Ding rein. Ja, das bringt ja da unten nichts.
Jedenfalls habe ich das Gefühl gehabt. Pass auf, wir probieren es mal nur, wenn wir von oben anleuchten. Machen wir hier einen Marmorblock hin. Zup. Nee, nicht mit dem Schlüssel. So, zack. Hier oben würde ich dann den Glowstone reinsetzen. Doch, wir haben wieder alle. Dann habe ich Scheiße gebaut gerade, ne? Wie so oft. Den sammle ich gleich wieder ein. So, dann leuchtet es hier. So, hier ist auch noch einer. Na komm. Wieso will... Bin gerade am Überlegen, der hängt da irgendwie fest. Jetzt haben wir ihn. So, alles klar. Dann hauen wir das wieder weg. Dann hauen wir den letzten Marmor hier ran. Hier würde ich sagen. Das geht bestimmt. Wahrscheinlich leuchtet es schon. Das muss ich mal in einer ruhigen Minute probieren. Jetzt habe ich mir überlegt, wir machen dann das ganze Ding mit Glas zu. Hier ist mein Glas. Einfach nur mal zum Checken, ne? Hier machen wir dann auch Glas hin. Soll ja eine Vitrine werden. Hier machen wir Glas hin. Ganz klarer Fall, kommt hier noch eins drauf. Und entsprechend hier. Und hier. Ne, da wollte ich keins hin. So, nochmal raus. Mach das weg. Setz eins hier hin. So. Dann käme entsprechend hier noch eins hin. Und hier. Und hier rein. Schaffen wir es noch auf die Felder? Ja, das packen wir noch. Zumindest können wir zusammen rüberlaufen. Hier und hier. Jetzt habe ich mir überlegt, wir machen da 6 Vitrinen mit den jeweiligen Rüstungen. Also Diamant, Eisen, Leder, gehärtetes Leder. Und dann gibt es noch ein höheres wie Diamant hier bei der Mod. Und wir fangen mit Matsch an. Müssen wir kurz vor zur Werkbank. Matsch habe ich schon mal besorgt. Eisen haben wir auch noch irgendwo rumfahren. Machen wir die Matschrüstung als erstes mal rein. So, wahrscheinlich muss ich allein auf die Felder. Ich sehe das schon. Das dauert jetzt wieder eine halbe Ewigkeit, bis ich hier alles soweit habe. Den Stein können wir mal hoch machen jetzt. So, jetzt pass auf, hier habe ich schon den Matsch. Und dann hauen wir uns. Wir brauchen auf jeden Fall einen Matschhelm. So. Ein Matschhelm. Dann brauchen wir die Matschhose. Dann braucht man das Matschleibchen oder wie auch immer sich das nennt. Wie waren das? Warte mal, Stiefel waren glaube ich so, ne? Ja. Dann haben wir die Stiefel. Und dann brauchen wir noch die Brust. Wie waren die wieder? So, so, so und so. Ja. Alles klar, Platz haben wir auch noch. Dann kriegen wir die Matschbälle wieder eingesammelt. So, jetzt ziehen wir die Matschrüstung da drüben drauf. Und dann machen wir uns noch eine aus Eisen, aus Diamant und so weiter. Und die kommt dahinter die Vitrinen. Und dann hat man so ein bisschen einen Aufhänger beim Reinlaufen hier, ne? So, Vitrine ist schon fast fertig. Matsch. Hoffentlich geht es auch. Hier. 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 Und hier. Ich müsste es halt wahrscheinlich in die Richtung setzen, dass man es von rechts sieht und von links, ne? Alles klar, aber es ist jetzt nur mal zum Anschauen. Ich baue das dann halt in Ruhe um. So und so und so. Jetzt kommt das mit dem Glas ein bisschen blöd. Da würde ich fast überlegen, anderes Glas zu nehmen. Und was halt auch sein muss, auf jeden Fall, dass das hier nachher abgegrenzt und gut aussieht. Die Decke muss dann eins höher. Und da muss natürlich dann auch Marmor hin. Ne? So. Die Idee finde ich gut. Mir gefällt es auch, muss ich ehrlich gestehen. Nur das Glas, da bin ich noch nicht ganz so zufrieden damit. Dann nehmen wir vielleicht einfach ein anderes Glas, ne? Wisst ihr, was ich meine? Man kommt dann hier rein, links und rechts, dann jeweils diese Rüstungen. Schade, dass die nicht wirklich so von unten her leuchtet. Und der Glowstone, der macht ja jetzt auch nicht wirklich den... Aber da kann man ja vielleicht auch noch mit Fackeln ein bisschen arbeiten. Müssen wir auch mal noch gucken. Hier kriege ich jetzt aber keine Fackeln hingesetzt, ne? Nee. Ja, aber das kann man, das sehen wir dann, wie wir das machen. Die Idee mit den Dingern finde ich okay. So machen wir das. Und jetzt würde ich fast sagen, sollen wir noch auf die Felder? Oder soll man das noch, wir bauen mal eine Säule fertig. Dann gehe ich alleine auf die Felder, dann machen wir nächste Runde. Machen wir drüben als erstes mit den Feldern weiter, ne? Ah, das reizt mich jetzt natürlich schon. Jetzt brauche ich aber erstmal noch geschwind eine Spitzhacke. Weile mit Eile, habe ich die Mats da? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte 1, 2, 3 für eine Spitzhacke und 1, 2, zack, zack, pam, alles klar. Nee, das Salz. Ich habe auch Salz wieder gefunden letztens.
Ah, Mensch, schade. Das mit dem Leuchten habe ich mir anders vorgestellt. Vielleicht mache ich da den Glowstone, kann man ja schisseln. Kann es euch gleich zeigen noch, bevor wir dann Schluss machen für heute. Vielleicht findet man noch was Besseres. Was ich jetzt halt auch noch probiere, jetzt machen wir das mal weg. Komm, lass uns das zusammen machen. Ich habe gerade voll Bock drauf, das anzuschauen, wie das dann aussieht. So, das mache ich jetzt mal weg. So, das ist der Kasten. Die Vorstellung hat, glaube ich, jeder. So, das machen wir weg, weil da kommt. So wird es noch heller, gell? Zumindest leuchtet er nach oben. So, da kommt jetzt Marmor ran. Aber. Ah, der hängt wieder hier. Guck mal, wie das hier. Jetzt habe ich es, oder? Nee. Ja, der wird sich irgendwann auflösen. So, diesen Marmorblock brauchen wir jetzt hier wieder für hier. So. Ich müsste es umdrehen, aber das kann ich dann in aller Ruhe machen. So, jetzt da oben will ich Marmor außenrum ziehen, um diesen Block, aber nicht den normalen, den wir jetzt die ganze Zeit haben, sondern den hier, genau. Den Marmor will ich da rum. Pass mal auf. Ja, wenn die nachher alle auskommen sind, wird es auch ein bisschen heller. So. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Drei Stück links, drei Stück rechts, mit jeweils verschiedenen Rüstungen. Wenn man durchläuft, müssen die in unsere Richtung schauen, ne? Da haben wir doch fast noch Zeit, es kurz umzusetzen. Bleibt mal noch da. So. Ah, das nervt mich halt. Hab ich's jetzt? Was ist das? Was hat er für Probleme? Ich kann das Zeug hier nicht einsammeln. Es sieht aus, als hätte es einen Bug oder sowas, ne? Ah. Der typische Boucher-Bug ist das wieder. Ich hab's Inventar voll. So, jetzt, Adle. Komme ich jetzt hier wieder raus, Jungs? Mädels? Frau, Mann, ich will nicht unbedingt zu viel kaputt machen. So, jetzt muss ich es alles wieder aufbauen. Oh, was ein Kreuz. So, pass auf. Wo habe ich denn das Zeug? Hier, hier und hier. So, das ist mal Nummer 1. Jetzt machen wir das mal so, so und so. Soll ich den mal drunter setzen? Aber der hat ja nicht mehr durchgestrahlt, ne? Da müsste ich mit Glasblöcken arbeiten hier statt mit Marmor. Dann könnte ich es wahrscheinlich bewerkstelligen. Weißt du, ganz normale gefärbte Glasblöcke hier unten volle? Oh, das wäre auch noch eine Idee. Ich probiere das so folgendermaßen. Wir machen jetzt den hier mit Marmor fertig. Pass auf. So, das müssen wir jetzt nur umsetzen. Hier hinten fehlt gleich wieder ein Glas. Und den nächsten bereite ich einfach mal vor und dann vergleichen wir und dann sagt ihr mir, was euch besser gefällt. Und entsprechend werden wir den Schaukasten dann nehmen. Diesen mit Marmor. Hier drüben setze ich einen, wo nur oben Marmor ist und unten mit Glas, ne? Und dann gucken wir uns das mal an. So, jetzt brauche ich hier drin einen ganz normalen Stein oder irgendwas. Da können wir Kalkstein nehmen. So. Nehmen wir einen Kalkstein hier rein, dann brauchen wir die Rüstung, den Rüstungsständer. So. Jetzt guckt er uns nämlich an. Und jetzt kann ich die Sachen hier reinsetzen. So, und jetzt sieht es nämlich so aus, wie ich das haben wollte. Dann machen wir hier vorne noch das Glas zu. Haben wir noch Glas? Müssten wir eigentlich noch, ne? Hier sind noch vier Scheiben, die reichen uns für diese Runde. Schawupp und Schawupp. Genau. Wie gesagt, das können wir machen. Ich mache jetzt hier drüben noch einen anderen Kasten. Beim nächsten Mal logge ich dann hier ein. Dann gucken wir uns die an und da würde ich gerne eure Meinung dazu hören, ob euch der andere Kasten besser gefällt. Und dann fangen wir an, drüben die Felder fertig zu machen. Ich verhungere gleich schon wieder. Danke. Jetzt habe ich euch schreien gehört. Bis zum nächsten Mal, also bis morgen.